Hallöchen. Ihr seht es, wir haben es hier nicht mit einem normalen Cuphead-Video zu tun und ich muss euch auch sagen, es wird nie wieder ein normales Cuphead-Video auf diesem Kanal geben. Ich habe mich jetzt, ich weiß nicht, insgesamt zwischen 2 und 3 Stunden mit der Medusa aus der letzten Folge rumgeschlagen, mit dem Boss. Zeitlich ungefähr Hälfte, Hälfte, also Hälfte mit Aufnahme, Hälfte ohne Aufnahme. Und ich habe nicht den Hauch, aber auch nicht den Hauch einer Chance gehabt, diesen Boss zu schaffen. Und insofern heißt es für mich an dieser Stelle Abbruch wegen Unfähigkeit. Ja, Cuphead wird abgebrochen. Cuphead wird an dieser Stelle nicht weitergehen. Es ist das eingetreten, was ich erwartet habe. Achso, und ich habe nicht nur die Medusa versucht. Ich habe natürlich, wir haben ja noch einen zweiten Boss, den wir machen können. Das ist auch ein Fluglevel. Den Boss habe ich auch versucht. Den habe ich aber allerdings nicht so lange versucht wie die Medusa. Aber auch eine ganze Zeit lang. Und auch da hatte ich nicht den Hauch einer Chance, den Boss zu schaffen. Und insofern ist für mich an dieser Stelle das Thema Cuphead auf diesem Kanal beendet. Aber daraus kann man ja seine Lehren ziehen. Und eine Lehre ist, dass ich auf diesem Kanal keine Plattformer mehr spielen werde. Zumindest keine Roguelike-Plattformer wie Cuphead einer ist. Plattformer im Stil von, weiß ich nicht, Super Mario World. Wenn ich irgendwann mal die Lust habe, sowas in der Richtung zu spielen, dann wird das vielleicht kommen, aber Cuphead ist für mich einfach, die ersten beiden Welten liefen bis auf 1-2 Ausnahmen wirklich, wirklich gut. Der Anfang der dritten Welt eigentlich auch, die beiden Run-and-Gun-Level liefen super, gut, der Bienenboss war auch okay, der Piratenboss war auch okay, aber jetzt haben wir halt nur noch die beiden Möglichkeiten, die Medusa aus der letzten Folge und dann können wir noch, wenn wir ein bisschen weitergehen, zum Schrottplatz und auch da ist ein Fluglevel-Boss und auch den schaffe ich nicht. Da fehlt mir einfach die Klasse. Das muss man einfach so sagen. Da fehlt es mir an nötigem Können, was Gaming angeht. Und insofern, bevor ich da Folgen hochlade, wo ich nur am Rumragen bin und wo ich mich nur aufrege und das Gefühl habe, so dauergereizt zu sein. Es gab ja die eine oder andere Folge, wo das auch schon der Fall war, wo ich wirklich, wirklich gereizt war. Ich glaube, da tue ich mir keinen Gefallen mit, weil die Sache soll mir ja Spaß machen und wenn ich da irgendwie aufnehme und ständig gereizt bin, wie gesagt, da tue ich mir keinen Gefallen mit und einfach natürlich euch da keinen Gefallen mit. Das will ja keiner sehen. Das ist ja... Also klar, manche wollen das sehen, wenn Leute ständig rumragen und ausrasten, aber das ist nicht mein Anspruch auf diesem Kanal, das war nie mein Anspruch und Cuphead hat mir gezeigt, dass eben solche Spiele offensichtlich dieses bei mir auslösen. Solche Spiele und Spiele, die vollgepumpt sind mit Bugs, die lösen bei mir auch so ein Rage aus. Und insofern, es tut mir leid für die Leute, die Cuphead gerne geschaut haben, aber... Versucht mich da zu verstehen, es ist einfach ein Hobby und bei einem Hobby will ich mich nicht aufregen und da will ich Spaß dran haben. Ich hatte Spaß an Cuphead, versteht mich da nicht falsch. Auf der anderen Seite, Cuphead war so ein Spiel der Extreme bei mir. Teilweise hatte ich super, super, super viel Spaß mit Cuphead und auf der anderen Seite habe ich aber auch super, super viel Frust geschoben, war sehr, sehr schnell gereizt, war sehr, sehr oft gereizt und leider habe ich festgestellt, dass der Spaß, den ich mit Cuphead hatte, leider die Momente, wo ich mich aufrege und schlechte Laune habe, quasi nicht aufwiegen. Und insofern habe ich die Entscheidung getroffen, auch wenn wir relativ kurz vorm Ende sind, aber ich zeige euch auch den Video-Footage nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ich wirklich, wirklich viel rage. Und das war bei einigen Folgen bis jetzt schon grenzwertig. Und das ging dann über die Grenze oder über die für mich definierte Grenze hinaus. Ja, ich zeige euch den Video-Footage nicht, aber wenn ich da stundenlang an zwei Bossen rumprobiere und schaffe sie einfach nicht und sehe, bei der Medusa war ich glaube ich einmal
in der letzten Phase relativ weit und ansonsten habe ich da einfach kein Land gesehen. Und dann hat das auch keinen Wert und dann macht es mir auch keinen Spaß. Und wenn es mir keinen Spaß macht, dann brauche ich es auch nicht aufnehmen oder irgendwie auf dem Kanal zu bringen. Ja, wie gesagt, sorry für die Leute, denen das Projekt gefallen hat. Ist für mich auch das erste Mal, dass ich ein Projekt abbreche, weil ich es nicht schaffe. Aber ich habe ja bis jetzt eigentlich auch nie Spiele gespielt, wo man wirklich sagen konnte, die kann man nicht schaffen, weil die so schwer sind. Ja, und insofern habe ich offensichtlich für Roguelike-Plattformer absolut kein Talent. Und deswegen ist es, glaube ich, besser für alle Beteiligten, wenn Cuphead an dieser Stelle ein Ende findet. Ein Ende ohne Rage, ein Ende ohne Schrecken, einfach ein Ende wegen Unfähigkeit. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und wir schauen mal, was es als nächstes Projekt gibt. Fire Emblem im Sommer ist auf jeden Fall geplant. Und wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall hoffentlich was Ruhigeres. Also wo ich nicht so rumrage. Das wünsche ich mir, für mich und für euch. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen bis hierher und ich hoffe, wir sehen uns auch bei zukünftigen Projekten wieder. Haut rein. Ciao, ciao.